Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Tech-Podcast. Bevor wir in eine wieder wunderbare Folge einsteigen, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Strava und wir sind jetzt nämlich auch tanzenderweise auf TikTok unterwegs. Wir haben zwar keine Ahnung, wie dieser Dienst funktioniert, haben beim ersten Versuch, diesen Podcast aufzunehmen, festgestellt, dass der Peter nicht mal weiß, dass es dort Follower gibt. Ja, ist halt so. Wir glauben aber dennoch, oder sind dennoch davon überzeugt, dass es der nächste große TikTok-Kanal wird, Profil, was auch immer. So irgendwie. TikTok Dance Battle Playground. Was auch immer. Ja. Das ist das erste Mal, unser Video war das erste TikTok-Video, was ich auf meinem Handy gesehen habe. Also, ja. Großartig. Ihr findet uns auch auf Patreon Steady, dort könnt ihr uns Millionen überweisen. Es gibt auch einen Shop, laufentdecken-podcast.at/shop oder Swag. Das funktioniert beides. Und ansonsten könnt ihr uns auch E-Mail schreiben und uns beschimpfen oder uns lobpreisen, wie ihr mehr wollt. Beides finden wir gleich spannend. Also möchte ich auch heute den, wie ihr schon gehört habt, den lieben Peter begrüßen. Hallo Peter. Hallo lieber Peter. Der Peter spricht von sich in der dritten Person, das ist relativ normal, an das müsst ihr euch gewöhnen, das macht er immer, wenn er gerade nicht ein Podcast-Mikrofon davor hat. Also, ja. Wir glauben, dass das einfach standesgemäß ist. Dementsprechend dürft ihr uns auch auf dem Lieblingsberg eurer Wallfahrtskirchen bauen. Das ist durchaus angemessen. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt da ein bisschen Angst haben müsst. Das geht schon. Da würdest du dich auch ein bisschen drüber freuen. Also nicht nur freuen, aber sich heraus, das verlangst eigentlich sogar ein bisschen. Freuen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist einfach, das wird sich schon hören. Lassen wir das mal so stehen. Wenn ihr für den Peter eine Wallfahrtskirche irgendwo gebaut habt, schickt uns ein Foto. Wir laufen auch gern hin und machen dann dort mit dem Peter ein Foto. Schon, oder? Ja. Nein, wir sind da nicht so. Wir machen dann mit uns auch ein Foto. So genau, so seid ihr dann nicht. Wir sind ja auch Teil des gemeinen Volks. Quasi. Ja. Ich bin ja nicht dem Pöbel abgeneigt. ich finde aber gut, wie du die öffnen Hände dem Pöbel entgegenhältst. Also wie, du scheust dich auch nicht, dich quasi mit ihm abzugeben. Das ist schon nett von dir. Gut desinfiziert, aber durchaus. Du hast wahrscheinlich schon die vierte Impfung, einfach damit sicher. Natürlich. Passt. Wir haben uns heute überlegt, dass wir in dieser Kurzfolge so ein bisschen darüber sprechen, welche Bücher, Filme, YouTube-Kanäle, YouTube-Filme oder auch Podcasts uns so über die Jahre quasi immer wieder inspiriert haben, vielleicht auch motiviert haben oder einfach nur gefallen haben. Genau. Anfangen wollen wir mit Büchern. Und ich will gleich mal anfangen. Der erste Klassiker, wir haben es, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon besprochen, dass der Peter nicht gelesen hat. Das wird wahrscheinlich bei den Büchern heute das ein oder andere Mal wieder vorkommen. Born to Run von Christopher McDougall. Ein Klassiker. Ja, Peter? Ja, und es geht bei Born to Run um jemanden, der beschreibt, dass man zum Laufen geboren ist oder dass Menschen zum Laufen geboren sind. Oder geht es um einen Aussteiger aus dem Porno-Business, der vor wem davonläuft. Beides. Hervorragend. Klingt gut. Muss gelesen werden. Ich finde, das solltet ihr euch einmal durchlesen. Ja, und ich wäre dann sehr begeistert, wenn das auch mir jemand einsprechen könnte oder vorlesen. Dann muss ich es nämlich nicht überlegen. Ja, du bräuchtest einfach nur das Audiobuch dazu kaufen. Audiobuch? Das wird das nächste große Ding. Ich glaube, wir sollten ein Startup gründen. Das ist... Ich hab einen ganz guten Namen, Audible. Glaubst du, ist der schon vergeben? Den Dienst finde ich bescheuert. Ich habe ihn ausprobiert und ich finde es doof. Audible? Ich finde Audible cool. Ich finde ihn doof. Du kannst Hörbücher kaufen. Und jeder, der in seiner Werbung sagt, Original Podcasts. Alter, was sonst? Jeder Podcast ist original. Was ist denn für ein Dummfug? Mit Original meinen Sie ja, dass es ein exklusiver nur Amazon-Podcast ist. Nur Audible-Podcast. Es ist mir völlig wurscht. Ein exklusiver Amazon-Podcast wäre für mich, wenn sie ihn aus der Lagerhalle aufnehmen würden.
Nein, es gibt auch Spotify-Only-Podcasts. Die Werbung ist blöd und deswegen will ich den Dienst nicht. Ende. Deswegen gehe ich auch nicht zum XXXXXX, du weißt schon wem. Ist ja wurscht. Ja, dann musst du es halt anderswo besorgen. Aber ich habe Audible eigentlich immer ganz gern gehabt. Komm jetzt, ich hoffe, mein Lieblings-Podcaster wird dieses Buch mal einsprechen. Wir alle wissen, dass du findest, dass du dein Lieblingspodcaster bist, also musst du es eh selber einsprechen. Ja, das heißt, ich muss es auch lesen. Na richtig. Gut, werden wir das halt tun. Genau, und ich glaube, neben. Worum geht's? Schon lange her, um Leute, unter anderem Scott Jurek, die quasi zu den zu einem Volk in Mexiko irgendwo reisen, das quasi das ursprüngliche Laufen irgendwie, ich weiß es nicht mehr so genau. Es geht halt darum, es hat auch diese Barfußbewegung irgendwie ins Rollen gebracht. Es geht halt ums Ultramarathonlaufen. Und neben vom Dean Canessis, der Ultramarathon-Man, eines der Klassiker und eines der Bücher, die die Leute in das Laufsport oder in den Ultralaufsport gebracht haben. Den Dean Canessis sollte man kennen, weil er ein, ich würde sagen, einer der bekanntesten amerikanischen Ultraläufer ist. Seit lange. Ich würde denken, das war der erste, der sich so ein bisschen selbst vermarktet hat, obwohl jetzt nicht der, nur vorsichtig sagen, er hat schon Einzigartiges vollbracht, aber er war jetzt sicher nicht der Kilian Jornet, der herausragendste von seinen, also er hat nicht alles dominiert, aber er war der erste, der sich vermarktet hat und quasi die Marke Dean Canessis geschafft hat, Bücher geschrieben hat und sich so ein bisschen bekannt geworden ist. Das heißt, du sagst mir gerade, es ist irgendein weißer Amerikaner, der mittlerweile alt ist, also ein alter weißer Mann, der hat was gemacht hat, was sonst auch schon viele gemacht haben, aber er war der Erste, der es irgendwie vermarktet hat und deswegen finden ihn alle geil. Ja. Passt! Da sind wir dabei! Ja, aber ich finde es aber grundsätzlich nicht verwerflich, weil er hat halt, ich meine, er ist glaube ich auch ein bisschen angefeindet worden dafür, aber ich glaube, man darf das trotzdem, er hat es halt einfach gemacht, also es hätten ja grundsätzlich andere Leute auch tun können. Aber er hat es einfach gemacht. Es gibt halt die berühmten Geschichten, dass er halt während dem Laufen sich eine Pizza bestellt hat, die eingerollt hat und während dem Laufen eine ganze Pizza gegessen hat. Das finde ich wiederum eher ganz normal. Ja, aber er hat sie quasi also ganz eingerollt und hat sie quasi dann so wie, ja. Aber er hat auch den Badwater gewonnen. Also, ja, er ist jetzt nicht irgendjemand, der lustig mal ein bisschen gelaufen ist und dann geinfluenced hat, bevor er es Influencer geheißen hat, sondern schon klar, aber er war jetzt kein Kilian Jornet, der bei jedem Rennen, was er angetreten ist, es quasi gewonnen hat. Ja. Also er war schon gut und deswegen sage ich jetzt also vorsichtig zu sagen, dass er jetzt nicht nur wegen seinen, na, du weißt, was ich meine, hoffentlich. Oder ja, ihr wisst, was ich meine. Aber er hat es dann gut verbucht und für, ja, also er kann gut schreiben dann wahrscheinlich. Ja, sicher. Weil, okay. Genau. Und weil es auch gerade dazu passt, wenn wir Scott Jurek schon hatten, finde ich die zwei Bücher, Eat and Run, das war eines der Bücher, die mich zum veganen Essen gebracht haben, wo er quasi auch seine Biografie gepaart mit veganen Rezepten und und North, das Buch, das er über seinen Appalachian Trail Rekord Dings geschrieben hat. Das habe ich innerhalb von einer Woche. Mit seiner Frau, oder? Ja, mit seiner Frau gemeinsam. Das hab ich innerhalb von einer Woche verschlungen. Das hat mir extrem taugt. Habe ich damals auf Madeira gelesen. Hast du The Eat and Run auch verschlungen? Ja. Gut. Also keine weiteren Fragen. Das ist eher so ein Einwegbuch sozusagen. Richtig, 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 richtig. Gut. Schön, was hast du schön auf deiner Liste? Ich habe neulich gelesen von der Catra Corbett. Die kennt man, also jeder, der sie mal gesehen hat, kennt sie dann. Sie läuft mit einem Dackel. Und sie ist sehr bunt und sehr
rosa und sehr schrill. Und mittlerweile auch keine 20 mehr. Ich glaube, die ist jetzt nicht sogar um die 50? 55 ist sie, glaube ich, mittlerweile. Ich habe vor Jahren schon mal was von der gehört und habe zuerst gedacht, vermarktet sich eben auch gut. Aber jetzt dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, weiß ich, warum das so ist, wie es ist. Man, sie war immer schon recht schrill. Aber die hat sie quasi aus ihrer Sucht hinausgelaufen. Also die hat ihr Schwester, ich glaube Schwester war es, die sie irgendwann einmal weggekramt hat mit Drogen. Und sie war halt selber auch auf dem besten Wege. Und hat dann irgendwann zum Laufen angefangen. Und hat, so wie sie das Buch liest, hat sie, wie es zum Laufen angefangen hat, einfach alles beim Laufen so gemacht, wie man es nicht tun sollte. Also einfach einmal anfangen, gar einmal einen Marathon laufen und dann sie beim Ultra anmelden und Ultras laufen. Und sie hat, glaube ich, sie ist eine von zwei Frauen, oder sie war die zweite Frau, die mehr als 100 Meiler gemacht hat. Das ist schon ganz, ganz nett. Und diverse FKTs, also so die richtig langen Geschichten. In Badwater hat sie nämlich fertig gemacht, in Moab 240 hat sie gemacht. Nicht den Appalachian Trail, sondern den anderen. Auf der anderen Seite drüben, wie heißt der? Pisti. Genau. Pacific Crest Trail. Genau. Den, ich weiß nicht, ob sie ihn fertig gemacht hat, weil sie hat einmal abbrechen müssen, weil es wirklich nicht mehr gegangen ist, und hat dann an ewig langen Raum, an Run Across US gemacht, für Suchthilfe in 24 Tagen. Und ein ganz cooles Buch, einfach wie ihr, also im Endeffekt ist es eine Autobiografie. Und ja, das ist aber ganz geil. Man merkt natürlich schon, wie Ultraläufer ticken, zum Teil. Also, dass die nicht ganz dicht sind, alle miteinander, ist uns alle klar. Richtig. Große Empfehlung. Und weil wir gerade von nicht ganz dicht sprechen, ein bisschen aktueller, was ich gerade verschlinge, ist vom Christoph Straße, der Weg ist weiter als das Ziel. Also das ist mal richtig geil und ich habe mir angewohnt, zum Schlafen gehen immer so 2-3 Seiten mindestens zu lesen. Und es ist abartig, was dieser Typ leistet. Und mit welcher Präzision der an deine Sachen rangeht. Also weil für mich muss es nicht immer zwingend ein Laufbuch sein. Ich mag gern Bücher über sportliche Leistungen. Und wir werden halt auch das einige andere Mal in den zu dem Sport zum Sprechen kommen, den wir hin und wieder etwas verteufeln. Aber auch da, ich finde so, man kann von jedem Athleten irgendwas lernen. Und auch wenn ich jetzt kein Ultra-Radfahrer bin, aber der Christoph Strasser motiviert mich und seine Herangehensweise motiviert mich wahnsinnig. Für mich sind, ich finde Ultraradfahrer jetzt da, also vom Kopf her ist das Ganze jetzt da nicht gleich, aber vergleichbar, glaube ich. Also Radfahren und Laufen, weil Kopf ist halt Kopf. Aber Ultraradfahrer sind für mich dann nochmal insofern bewundernswert dadurch, dass sie eine ewig gleiche Haltung dann auch noch haben, also dass du da noch ganz andere Schmerzen erfährst. Und sie haben ein Eyes of Steel. Und das ist ja das, was mich bis heute fasziniert. Also nach 3-4 Stunden denke ich mir jedes Mal, und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, 6 Tage nonstop in diesem Sattel zu sitzen. Oh, das geht nicht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, sie, also zumindest als das Ultralaufen, was wir so machen, sind definitiv höher anzuschätzen, weil wenn du jetzt die Ultra-Radsportrennen nimmst Race Across Austria, das ist 2200 Kilometer. Natürlich ist
radfahrerische 2200 Kilometer nicht ganz mit laufenden zu vergleichen, aber es ist dennoch sicher mehr als 100 Meilen jetzt. Und ja, und die haben da auch mit mehreren Tagen zu kämpfen und das ist schon ganz, das ist schon also geil. Ich glaube, Laufen und Radeln kannst du dann vergleichen, wenn also über die Zeit. Ja. Ja, und beim Rasen ist der Strasser, glaube ich, auch 3 oder 4 Tage unterwegs. 4 Tage. Wo? Beim Rasen. Race Across Austria. Achso, lange. Ist lange. Also, aber kürzer wie der Rest. Das ist richtig. Ja. Diplomatische Unwissenheit. Was hast du noch auf deiner Liste? Ich habe dann noch A Few Degrees from Hell. Das ist ein Buch über den Badwater. Und das Buch finde ich deswegen so spannend, weil es beschreibt den Badwater, ich glaube, es war 2003. Und zwar, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, es sind 13 oder ja, ich glaube 13 oder 20 Geschichten über dasselbe Rennen von verschiedenen Personen, die mitgelaufen sind. Also vom Sieger über andere, die mitgelaufen sind, über Leute, die ausgestiegen sind, über den Autor quasi selber, über Crew. Das heißt, du erlebst das Rennen aus allen Blickwinkeln, wenn du so willst. Und das ist halt ziemlich geil, weil du dann nicht nur immer eine Geschichte zu einem Wettkampf hörst, sondern wirklich, was denn alles gut oder schlecht gehen kann während dem Ganzen. Und da kommt der Inkanesses auch vor, weil der ist damals auch mitgelaufen. Das Buch ist, glaube ich, ausgekommen 2013 oder so. Und das ist, wie gesagt, es ist eine umfassende Beschreibung eines Rennens von allen Seiten. Das ist sehr faszinierend. Ja. Also Kurzgeschichten, ein paar Seiten immer nur. Cool. Das kenne ich nicht. Ich habe dann noch auch von einem, glaube ich, sehr bekannten Trailläufer von Ryan Sands, Trailblazer. Ich war lange Zeit ein bisschen skeptisch wegen dem Buch, weil diese Biografien oftmals, ja, ich war lange Zeit skeptisch, hab dann gehört, dass es gut ist, und habe es mir ausgeborgt und hab den Menschen, den Ryan Sands, dann wahnsinnig sympathischer gefunden als davor. Mir war er davon unsympathisch, aber ich finde, da lernst du den Menschen immer so ein bisschen kennen, wie der zum Laufen gekommen ist. Also, hat mir wahnsinnig getaugt. Kann ich nur empfehlen. Also ich finde es immer spannend, wie die Leute da so an das Ganze rangehen und mit dem ganzen Druck umgehen. Und er mit seinem, als Profi da sind, hat er nochmal ganz einen anderen Druck, wenn er an ein Rennen rangeht. Mhm. Genau. Was hast du noch auf der Liste? Ich habe noch auf der Liste Finding Ultra. Das habe ich auch auf der Liste. Hervorragend. Das hast du nämlich du gelesen, richtig? Richtig. Ja, ich nicht. Nein, ich habe es nur auf der Liste. Ah, heißt, du musst das noch lesen. Na, vom Ridge War, da geht es quasi um den Ultraman. Das ist ein Dreifach-Triathlon, Dreifach-Langdistanz-Triathlon auf Hawaii in 3 Tagen, wo du 10 Kilometer schwimmst am ersten Tag. Dann fährst du irgendwie über 200 Kilometer im Rad und dann fährst du nochmal ein bisschen im Rad und laufst 50 Meilen. Und der beschreibt den Weg vom Alkoholiker zum Ultraman. Und der war auch so ähnlich wie die Corbett, dass er, der Ultraman war quasi sein erster Triathlon-Wettbewerb. Der hat es auch von 0 auf 100-150% irgendwie wissen wollen. Ja. Dass man vom Alkohol wegkommen will, verstehe ich irgendwie, ja. Ja. Aber deshalb gleich schwimmen anfangen. Er war halt in der Jugend Leistungsschwimmer und war doch ein wie sagt man da? Kindheitstrauma. Nein, so auch. In Amerika, wenn du aufs College gehst, weil du quasi dort Leistung schwimmst, so eine Nichtförderung, das fällt sofort nicht ein. Bleib dabei. Das, was du meinst, das ist ein Stipendium. Stipendium, aber genau. Ich bleib trotzdem dabei. Genau. Warum?
Was ich auch noch auf der Liste habe, ist auch relativ neu, ist The Rise of the Ultra Runner von einem englischen Journalisten, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, wo es quasi auch darum geht, dass er den UTMB... Midler. Was? Midler. Nein, der hat doch irgendwie so einen komischen Namen gehabt. Ernest. Rubin. Du hast wieder mal keine Ahnung und redest einfach nur. Natürlich. Was hast du gedacht? Dass du, manchmal glaube ich halt noch, dass du irgendwie das sinnvolle Wortmeldungen von dir gibst. Atarannandanfin. Atarannandfin. Ja, wirst du umgeht, dass er... Ist das sicher, dass es kein Franzose ist? Ich weiß nicht, er wohnt zumindest in London. Und halt die Klappe. Auf jeden Fall geht es darum, dass er dann sich für den UTMB qualifiziert und den dann irgendwie so laufen will. Und ja, war auch sehr kurzweilig zum Lesen, hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Hast du noch Bücher? Ich habe noch ein Buch auf meiner Liste. Ich habe noch drei. Du hast noch drei. Ich habe nämlich nur ein Buch mehr auf der Liste, das aber eigentlich kein... wie soll ich sagen, Romanbuch oder so ist, oder Erzählgeschichtenbuch, sondern eigentlich ein Trainingsbuch, nämlich das Buch vom Marathon von Beck. Und da gibt's dann noch das Buch vom Ultramarathon auch von Beck, also dem Läufer, ja. Nicht der Verlag Beck. Weil ich glaube, wenn man das Buch ernsthaft durchliest und durcharbeitet, ist es eins der umfangreichsten, das man so findet, und würde sehr viel anderes Zeug ersparen. Okay. Ja, als Trainingsbücher habe ich nur gelesen Relentless Forward Progress, das haben wir von Brian Powell, vom Iron Far Gründer, und ich habe damals vom Hal Körner, das ist ein relativ bekannter amerikanischer Ultraläufer, The Field Guide to Ultra Running. Der bist du jetzt nicht auf der Liste, aber das ist mir jetzt auch noch gerade eingefallen. Okay. Aber das von dem Beck finde ich deswegen ganz spannend, weil, ich meine, bis auf das, dass er hinten noch irgendwelche Marathon- und Ultramarathon-Trainingspläne drinnen hat, bis zu Marathon-Zeiten von, ich glaube, 2015 oder 2020. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du einen Marathon in 2020 laufst und das Buch brauchst, aber oder ob du nicht vielleicht dann schon jemanden hast, aber sei dahingestellt. Es ist extrem viel drinnen zu wie Muskel funktionieren, was du trainieren sollst, wie Makrozyklen funktionieren, wie Ernährung funktioniert. Also wirklich komplett. Wenn du dann nicht so ein Lesemuffel bist wie ich bei solchen Anleitungsbüchern und das ernsthaft durchlesen würdest und durcharbeiten würdest, könntest du da, glaube ich, extrem sinnvolles Training zusammenstellen. Ja. Genau, ich glaube, wo ich auch noch glaube, dass es funktioniert, ist, das haben wir jetzt auch schon in den letzten Podcasts immer wieder gehabt, die Uphill Athlete, wo der Kilian schon neben mitgeschrieben hat. Mhm. Er hat noch das würde auch sehr gut sein. Ja, da habe ich auch gehört. Und das ist so ein bisschen was, auf das wir unser UTMB-Training aufgebaut haben. Dann die zwei Bücher, die ich noch habe, ist, wenn wir gerade beim Kilian sind, Run or Die, in Kilian sein erstes Buch, glaube ich, seine Biografie. Da gefällt mir das Gott, wie heißt der letzte? Um Scott Jurek besser. Ja, es ist auch... Vom Naumann. Also Eat and Run ist irgendwie besser als Run or Die. Das ist richtig. Finde euer Vermessen da. Ich finde, dass das besser geschrieben war. Also man hat irgendwie gemerkt, dass ja, literarisch war das kein, wie soll ich sagen, kein Meisterwerk, aber es war einfach interessant, so ein bisschen den Menschen hinter dem Menschen dahinter kennenzulernen. Den Menschen hinter dem Journey kennenzulernen. Richtig, den Kilian. Den Kilian. Und das letzte Buch, was ich habe, das ist auch schon relativ alt. Und ich habe ein bisschen googeln müssen, weil ich nicht mehr gemerkt habe, ist von der Chrissy Wellington. Das ist eine Triathletin, die zu allen Langdistanz-Triathleten, zu denen sie angetreten ist, alle gewonnen hat. Und hieß A Life Without Limits. Der hat 13 Teilnahmen, hatte sie, glaube ich, meine ich. Die hält auch, glaube ich, Weltrekord auf der Langdistanz und bei Ironman Weltrekord, meine ich. Oder Weltbestleistung. Also, warte, wie heißt sie? Chrissy Wellington. Ah, okay.
Und die hatte, da gibt es in der Triathlon-Szene einen relativ bekannten Trainer, der bekannt dafür ist, relativ gnadenlos zu sein, unter dem hat sie trainiert und da geht halt auch viel um denen. Ist das der Trainer, der irgendwie die Athleten zuerst einmal zerstört und dann neu aufbaut? Ja, so irgendwie, der auch sagt, wenn du bei einem Ironman, weil ich glaube, ein Verweis sagen sie, wenn du kommst über einen Ironman und der meint, solange du irgendwann gegangen bist, bist du kein Ironman. Was? Ja, der ist irgendwie bekannt dafür, komisch zu sein. Aber halt, wenn du quasi ein Training überlebst, bist du ein Athlet, der relativ weit vorne mitläuft. Und unter dem hat sie halt lang trainiert und dann ging es halt auch so ein bisschen um das und auch so ein bisschen ums Profileben und also damals nach Born to Run und Finding Ultra und den ganzen wollte ich halt noch so ein Buch haben und das habe ich dann irgendwann gefunden und das hat mir dann auch ganz gut gefallen. Genau, das waren all meine Bücher, die ich hatte. Okay, finde ich gut. Da habe ich auch nicht mehr, aber zumindest für jetzt nicht. Genau. Und dann wollen wir uns den Filmen widmen. Da hast du, glaube ich, deine Liste, was ich so vernommen habe, ist um einiges länger als meine. Möglich. Ich würde mal anfangen mit dem ganzen Themenkomplex Frozen State, Frozenhead State Park. Also sprich Wackelmarathons. Das ist der mysteriöseste und sagenumwobenste Ultra-Navigationslauf, über den es, glaube ich, die meisten Filme gibt. Ja. dafür nämlich, dass du nicht filmen darfst auf der Strecke, was das allergeilste an der Sache ist. Ja. Es gibt von dem oder über diesen Lauf extrem viele Filme, die sehr, sehr gut sind und sie dürfen aber nur zwei Einstellungen sagen. Das Camp und ein Aussichtspunkt, beziehungsweise es gibt Einstellungen, wie er durch diesen Park führt bei einem Film, nämlich eben am ersten, nämlich Wackelmarathons, The Race That Eats Its Young. Ja. Es gibt davon am YouTube-Kanal Run Steep, Get High vom, fall ich jetzt an, wie der Typ heißt, Jamil Curry, der hat bei einem Trainingslaufen mit Gary Robbins du darfst im Frozenhead State Park laufen, aber nicht quasi auf der Strecke, sondern nur auf den Wegen. Und er filmt quasi dann so quasi am Weg runter und sagt, da würde normalerweise der Park entlang gehen. Da kriegst du ein bisschen einen Eindruck. Und er hat auch bei einem, bei seinem vorletzten Versuch, glaube ich, auf selben Kanal gibt es ein Video, wo du ihn so ein bisschen siehst, wie er läuft, den Park. Hat er mal so. Ja, so. Dazu. Ja, habe ich dann auch noch einen, wo du auch das siehst, nämlich von irgendeiner Straße, wo sie einfach die Straßenquerung filmen, weil das dürfen sie dann wieder. Und es ändert sich die Strecken immer, also dementsprechend ist bringt die Wackelstrecken ist sowieso schwierig. Aber auf alle Fälle, dieses Rennen gibt's, also ich würde mir empfehlen, Wackelmarathons anschauen, diesen Film. Dann Where Dreams Go to Die anschauen, das ist von Gary Robbins. Ginger Runner, ne? Der ist auch sehr schön für Menschen, die mit Ultralaufen wenig zu tun haben. Weil wenn du denen sagst, das ist jetzt jemand, der Weltklasse ist und alles Mögliche gewonnen hat, sieh ihm zu, wie er verfällt innerhalb von 60 Stunden, von gut trainiert und lustig zu lebt noch. Finde ich sehr schön. Dann gibt's noch relativ neu, The Year the Barkley Won. Ja. Der ist gut. Dann gibt's noch Last Women Standing. Okay. Ich weiß nicht, ob der Film so heißt. Und dann gibt's noch, den suche jetzt inzwischen raus, dann gibt's noch einen Film vom Karel Sabe, Out There. Und zwar, da geht's um seinen Weg, also Last Women Standing, The Buckley Marathons 2019, hast du Film wirklich. Beim letzten Film von Karel Sabe geht's darum, wie er quasi zum Buckley kommt. Ja. Also sprich, im Endeffekt ist es seine Biografie ein bisschen, was er alles so gemacht hat. Er hat einfach viel
viele FKTs und Schwachsinnigkeiten gemacht und ich glaube, viele davon hat einfach nur gemacht, weil irgendwer gesagt hat, du, das ist eine lustige Idee. So ein bisschen wie du. Sowas wie FKT am Pacific Crest Trail. Und weil er das schon gemacht hat, hat er dann im Appalachian Trail auch gemacht, weil er auch gerade da war. Und jeweils FKT auf der Strecke wirklich nicht um 4 Minuten schneller war, sondern weit schneller. Ja. Also der hat im Endeffekt die vorigen Bestmarken jedes Mal zerstört. Und der ist dann eben auch zum Bucky Marathon, also zum Bucky Marathons hinkommen und man begleitet ihn dann quasi auch in diesem Jahr, das war glaube ich 2018. Jo. Genau. Das wäre so mein Komplex rund um das. Dann würde ich gleich anschließen mit einem der Klassiker, glaube ich. Und ich finde, jeder, der noch nicht gesehen hat, muss ihn unbedingt sehen, Unbreakable. Western States Dokumentation. Gibt es, glaube ich, auch mehrere. Ja. Egal. Unbreakable ist einfach und da lasse ich nichts kommen. Der beste Lauffilm ever. Gibt es mittlerweile auch auf YouTube. Gratis zum Anschauen. Wir werden es also wir verlinken alles, was wir irgendwie verlinken können, verlinken wir irgendwo. Ja. Wenn nicht, dann schreiben wir hin, kaufen. Ja, oder hands down. Der beste Film und wenn ich irgendwann Motivation brauche, der ist der Go-To-Film. Hey, Unbreakable ist einfach der beste Film. Ich finde gut. Na, da wollen wir gar nicht weiter diskutieren. Da kannst du gleich den nächsten aufzählen. Da gibt's keine zwei Meinungen. Naja, ich finde ihn gut. Es kommt darauf an, was du suchst. Ja, also wenn es um einen Rennfilm geht, ist er extrem geil. Also weil er halt einfach wirklich ein Rennfeeling und coolen Plot-Twist quasi bei einem Ultramarathon sagt, es ist kein Abenteuerfilm. Deswegen sage ich, diese Kategorie schon, wenn du jetzt einen Abenteuerfilm suchst oder schöne Bilder, deswegen habe ich gesagt Lauffilm. Also, okay. Und es gibt ja auch noch Countdown 49. Genau. Wenn wir gerade beim Western State sind. Aber in Unbreakable sieht man mittlerweile einen sehr jungen Killian und einen sehr jungen Anton Kulbitschka. Und eben auch besagten Hal Körner. Der kommt auch vor, als einer der vier Protagonisten, die dort quasi den Western States in Angriff nehmen. Genau. Hast du noch einen Western States Film? Außer Founder 49? Na, also es gibt einige schöne YouTube-Videos und so weiter vom Western States. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt's vom Billy Yang. Ja, ich glaube, der hat sicher was zum Western States. Wenn ich sogar was in eigener Teilnahme. Es gibt einen Film von ihm, den habe ich jetzt gar nicht aufgelistet, von Billy Yang, über seine 100 Meilen Teilnahme. Das war aber, glaube ich, nicht der Western States. Ja, der Western States war sein zweiter. Der erste war der Angeles Crest. Der Los Angeles. Aber ja, egal. Und ich habe jetzt der Y heißt er. Ja. Der von Billy Yang, der auch sehr gut ist. Also wo es wirklich auch in schönen Bildern, weil er kann halt gute Filme machen, siehst du so ein Rennen abläuft. Es ist jetzt nicht spannend. Also der Film ist ein schöner Film und wenn du auf Bergwelten und wie es jemand geht dabei stehst, den anschauen. Wenn du auf einen Rennfilm spielst, den Unbreakable anschauen. Und zum Western States gibt es halt auch ganz viel Live-Berichterstattung und so. Ja. Also wenn man sich aufs Rennen vorbereiten wollen würde, dann würde man es wieder anders machen. Ja. Da gibt es, wenn man kurz auf die Podcasts vorgreift, Trail Runner Nation, die bringen jedes Jahr zum Western States ungefähr 300 bis 700 Sonderfolgen raus und die kommen auch aus der Gegend, also die treten das Thema dann sehr, sehr, sehr breit. Ja, aber das ist so wie beim UTMB, da gibt es auch Filme über von Menschen, die teilgenommen haben, dann gibt es von Passagen was, dann hat sogar Salomon TV Sachen braucht mit dem, ach Gott, wie heißt denn der französische Weinbauer? François Ardenne.
der jetzt nach 7 Jahren Weinbauer-Dasein das aufgehört hat. Das hast du letztens schon mal erwähnt. Ja, schade. War das sogar in der Straßenfolge? Das kann gut sein. Ja. Wenn jemand aufhört, Alkohol zu produzieren, dann ist mir das immer ein Kommentar wert. Ich möchte es eher ein Dorn im Auge. Einen weniger, der für dich dein Lebenselixier macht. Obwohl auf Wein bist du ja nicht so, oder? Ich mag Wein, aber der Wein mag mich nicht. Das ist, okay. Vielleicht müssen wir dann nochmal eine super Kompensations-Spezialfolge machen, wo wir das dann deine Alkoholiker und wie sie auf dich wirken genau besprechen. Mhm. Was ich auch noch habe, filmtechnisch, wenn wir jetzt ein bisschen ganz abschwenken von schöner Landschaft und Rennverläufe, ist Icarus. Ja, den habe ich auch. Icarus, das hat mit Laufen zu tun. Na, eh nicht, aber das. Gut, ich meine, okay. Wir hatten noch Triathlon-Bücher, die haben. Kurz, kommt auch, wir laufen ein bisschen vor. Egal, ich hab es so trotzdem spannend gefunden und erwähnenswert, ja, weil es da um die dreckige Seite der Sportsklasse geht. Ein Protagonist quasi. Wir meinen nicht Mountainbiken. Richtig. Ein Protagonist quasi versucht zu zeigen, wie Doping hilft und dann so ein bisschen diesen russischen Doping-Skandal aufdeckt und ins Rollen bringt, der dann dazu geführt hat, dass Russland für die nächsten Olympischen Spiele gebannt worden ist und dann wieder nicht. Und das ganze Drama wollen wir jetzt nicht aufarbeiten, aber das war so ein bisschen der Anstoß von dem Ganzen. Guter Dokument, also ich hätte ihn als Dokumentarfilm kategorisiert. Dort finde ich ihn auch sehr, sehr gut und schön. Wie ich gesagt habe, bei mir hat nicht alles immer per se mit Laufen zu tun, sondern generell mit irgendwie mit Sport im weitesten Sinne, mit Ausdauersport im weitesten Sinne. Da habe ich auch noch einen. Bitte. Und zwar 100 Meters. Und zwar geht es um einen Typen, den sie MS diagnostizieren, also Multiple Sklerose. Eher so ungünstig. Und das kommt halt immer in Schüben. Und dem sagen sie irgendwann, ja, nein, er wird irgendwie keine 100 Meter mehr weit laufen können. Also dann geht es halt einmal darum, wie es in seinem Kopf wirken hin und her. Und er setzt sich aber im Kopf, dass er das jetzt schon vorhat und der fängt dann zum Triathlon machen an. Weil das ist einer der wenigen Gründe, die ich verstehe, dass man Triathlon machen anfängt. Da ist schon wurscht ist. Also, du hast eh schon nichts mehr im Leben. Dann kannst du auch gleich Triathlet werden. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das macht er dann und gar nicht unerfolgreich. Also, ja. Ist ein Spielfilm, Dokumentationsfilm. Aber sehr empfehlenswert, habe ich mir, glaube ich, 2 oder 3 Mal angeschaut. Ja, ist ganz cool. Was ich auch noch habe, weil wir auch gerade bei Drahteseln waren, ist Biking Borders. Ein Dokumentarfilm, wo zwei Deutsche von, ich glaube, Berlin, jetzt habe ich das Ziel vergessen, irgendwo nach Peking wollen die, glaube ich, radeln. Und ja, halt klassischer Rad unterwegs Film, was sie halt zu erleben, selbst aufgenommen, so eine Travel-Doku, ich weiß jetzt nicht, wie man das Genre da genau auf Neudeutsch beschreibt. Aber ich kann es dir sagen, langweilig. Nein, überhaupt nicht. Ich habe den Film auch gesehen und Biking Borders ist bei mir auf der gleichen Stufe wie Paddle the World und sie sind beide anwesend und langweilig. Ich habe mir das, ich mich, das ist, ich hab das, mich mir taugt sowas extrem. Ich habe mir das mal am Laufband im Fitness-Set unten angeschaut und ich war UTMB-Training und ich war wahnsinnig begeistert, weil du halt dort siehst, wie sie Land und Leute kennen und wie nett Leute einfach sein können und was man auf so einer Reise erlebt. Und wir haben sie auch mit den diversen Sachen. Sun always shines on TV. Natürlich sind die Leute nett, wenn du das nicht in die Realität triffst. Da oben mit deiner negativen Einstellung. Nein, mir hat der extrem gut gefallen. Aber vor allem, was mir so in Erinnerung geblieben ist, dass sie am meisten quasi Angst hatten vor Afghanistan, weil man da halt relativ viel schlechte Sachen in den Zeitungen und in den Medien liest. Und das war echt das Land, was sie am liebsten gehabt haben, weil die Leute da so nett waren und das einfach so, ja, sowas finde ich cool. Nach Peking sind sie gereist. Ich sage ja Peking. Ist mir doch noch eingefallen.
Und mir auch Paddle the World, auch, also, solche, ich lese solche Bücher gerne, mir taugt das, solche, diese, die quasi Zelte abbrechen und einfach quer durch die Welt reisen. Das mir fasziniert das. Ja, na. Ich muss sagen, da bin ich offenbar der falsche vor dem Fernsehersitzer dafür. Das sind die zwei Filme, die bei mir als, ich habe sie mir beide aufgeschrieben in der Liste, und ich habe sie als sind halt fad. Ja. Kategorisiert. Okay, ja. Ich hab nur noch zwei Filme. Was ich dann noch habe, sind beide vom Killian. Die Summits of My Life Filme, die Filmreihe quasi, der Mont Blanc, Russland, und ich habe sie nicht alle jetzt einzeln gelistet, aber quasi diese ganzen Killian-Filme, Path to Everest, die sind alle ah, die ganz ich alle nicht gesehen. Nicht? Na, nachholen. Wie solltest du? Ja, ich hab's nicht so mit Lauf. Ich weiß, das war's doch ein Trainer. Erinnere mich nicht daran. Es ist eine Beziehung voller Missverständnisse. Jetzt lerne ich auch noch meine Uhr kennen. Egal. Was hast du noch für Filme? Ich habe noch Long Shorts, relativ neue. Ein Film 2021 begleitet. Ein bisschen Gordon Dowalter und was war denn? Zum Hardrock 100 und dann zum UTMB. Ja. Weil das waren bei beiden die Highlights, und man sieht halt einfach, wie es ihnen gegangen ist und so weiter und so fort. Von Salomon YouTube-Video. Ja, Salomon Twitter. Ist jetzt der K. Handlungsmäßig ist es jetzt da überschaubar, weil, ich starte beim Hardrock, ich starte beim UTMB. Fertig. Ja, wurscht. Und das halt mal zwar. Aber für jemanden, der die zwei Rennen interessiert und die Athleten innen interessieren, super. Also kann ich trotzdem empfehlen. Ja. Dann habe ich noch Running on the Sun. Das ist ein Doku zum Badwater. Kenne ich auch. Ist relativ alt schon, glaube ich. Ziemlich alt. Und die Qualität ist auch überschaubar gut. Vom Film. Ja. Aber der Film an sich ist einfach spannend, damit man kriegt dann ein bisschen Gefühl für diesen Badwater, weil der anders funktioniert wie ein klassischer unter Anführungszeichen 100 Meiler, weil es halt kein Trail-Lauf ist, sondern es ist einfach eine verrückte Angelegenheit, eine Straße und heiß. Dann ist mir noch einer eingefallen, The Western States 100 Mile Miler von Billy Yang, der heißt Life in a Day. Ja. Da gibt's einen Film. Auch auf YouTube, stundenlang. Und ist auch ziemlich cool. Also auch empfehlenswert. Dann habe ich noch 2016 was ich nicht bekommen habe, ist egal. Dann habe ich noch einen Sommer lang von Dennis Dingsbumshausen Trail Magazin. Ja, den habe ich auch gesehen. Der hat mich fasziniert, weil du lernst ihn ein bisschen so vom Charakter kennen, ja. Wie er so ist, wie seine Beziehung zu seinem Vater ist und so weiter. Und dass sie das Ziel halt sehr eint und dass sie sich auf dieser Reise halt auch kennenlernen. Also besser. Den habe ich, vom UTMB gesehen, hat mich ein bisschen eingeschworen auf UTMB. Da gibt's übrigens, da fällt mir noch ein, da muss ich noch einen YouTube-Kanal hinzufügen. Da gibt's nämlich einen, ich sag's schon jetzt, vergessen, wie der heißt, das werde ich nachreichen. Der hat den Tour de Shaw gefinisht und den Swiss Peak 360 und hat da Filme gemacht. Im Endeffekt, der hat eine GoPro wahrscheinlich mit und filmt sich selbst. Aber, es ist halt schöne Landschaft. Also es ist,
Aber es ist trotzdem irgendwie spannend zum Zuschauen und irgendwie fesselt es einen, wenn man auf Ultra steht und wenn man, glaube ich, auf lange Dinger steht. Das ist jetzt kein Film, den man sich wahrscheinlich mit der Freundin anschauen kann, weil die findet das wiederum dann nicht so spannend. Sonst finde ich, also mir hat das wahnsinnig getaugt, da habe ich mich auch ein bisschen eingeschworen auf UTMB. Er hat lange Dinger gesagt. Du hast den Humor wie ein 13-Jähriger. Du hast dich ungefähr jetzt 5 Minuten lang, während ich gesprochen habe, gelacht und weggedreht, nur weil ich gesagt habe, lange Dinger. Jo. Aber apropos lange Dinger. Irgendwie Jeff, warte mal, ich suche raus, wie der heißt. Ja, du kannst ihn auch Jeff nennen. Aber ich meinte den Film Made to be Broken von Karl Meltzer. Ja. Appalachian Trail, auch ein langes Ding. Lange Dinger gesagt. Lange Dinger. Jeff Pelletier, das ist ein Kanadier. Der ist ja auch wieder Franzose. Mögen wir den? Ja, den grundsätzlich mögen wir den. Den mögen wir. Er spricht Englisch und nicht Französisch. Also den kenne ich auch irgendwoher. Genau, sind relativ lang seine quasi Rennberichte, sind 3/4 Stunde bis Stunde, aber wahnsinnig unterhaltsam. Hat mir das extrem gedacht. Entschuldige, weiter. Alles gut. Wie gesagt, der vom Made to Broken von Karl Meltzer. Ja. Der war damals auf Red Bull TV. Möglich. Ich glaube, er ist jetzt irgendwie auf. Wir werden schauen, dass wir es irgendwie verlinken können. Ja, aber wir werden schauen, dass wir es verlinken. Wenn wir es irgendwo finden, dann verlinken wir es euch. Dann habe ich einen lustigen Film auch gefunden von, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, obwohl das war ja für den Kurzstörer heißt. Der macht den die Bob Graham Runde. Ja. Das ist im Endeffekt Swimrun-Geschichte. Na, Bob Graham Round ist keine Swimrun-Geschichte. Das ist so Fairrunning. Das ist die Bob Graham Round ist in Großbritannien. Eine Runde, wo sie irgendwie, da musst du eine gewisse Anzahl an Hügel ablaufen. Das ist keine Swimrun-Geschichte. Ah. McKeelan ist die nämlich auch schon gelaufen und hat dort den neuen Rekord aufgestellt bei der Bob Graham Round. Und der Keelan ist definitiv kein Swimrunner. Das rechne ich ihm hoch an. Ich werde das jetzt inzwischen nachsehen und werde es dann nachbringen zu einem Zeitpunkt in dem Podcast, wo es überhaupt keinen Sinn mehr hat und überhaupt nicht dazu passt, aber ich werde es noch bringen. Dann mache ich einfach weiter. Ich habe auch, was ich da noch habe und was du da nicht hast, deswegen bringe ich jetzt Pleins, sind so generell YouTube-Kanäle. Moment, ich habe noch viel mehr. Ja, na mach mal. Und zwar Lorena, die Läuferin. Aus Mexiko. Das ist ein 28 Minuten relativ kurzer Film eigentlich, wo sie draufkommen, das ist eine relativ junge Läuferin, dass die halt gut ist, wenn es um lange Distanzen geht und die läuft halt dann viel und die läuft dann Ultramarathons. Und es ist halt ungewöhnlich einfach. Das sind halt Leute mit super ausgerüstet hochtechnischem Zeug unterwegs. Sie läuft halt auch mit und ist halt dabei echt flott. Und kann ich sehr empfehlen. Ist ein sehr lustiger Film, ist auch so 2019 erst. Er ist sehr low-tech aufgenommen im Endeffekt, vergleichsweise zu irgendwelchen Billy Yang-Filmen, aber er ist trotzdem ziemlich cool. Ja, ich habe dich aber unterbrochen und das mit voller Absicht. Wie immer. Nein, ich habe einfach noch ein paar YouTube-Kanäle, weil ich schaue durchaus gern YouTube. Und da hätte ich auch noch was vorher. Unterbrichst du mich jetzt schon wieder, du Arsch? Völlig unabsichtlich. Und zwar Mountains of Heaven. Ein Film der Kategorie Schöne Landschaft, Abenteuerfilm von einer Läuferin, die solo durch Kirgistan gelaufen ist. 1000 Kilometer. Ziemlich beeindruckend, ziemlich cool, alles selber gefilmt halt auch. Das Einzige, was man ein bisschen merkt bei manchen Einstellungen, ist, sie hat die Kamera wohin gestellt, läuft schön vorbei und dann macht sie wieder was anderes und dann steht wieder über der Kamera, da läuft sie schön vorbei und
nachdem sie allein unterwegs ist, weiß man, sie muss die Kamera hingestellt haben, vorbeigelaufen sein. Naja, also, weil funktioniert halt sonst nicht. Und das ist halt ein bisschen komisch, weil wenn du das den 10. Tag bergauf, bergab läufst, also wenn die Dame dann noch immer diesen Laufschritt drauf hat, durchgeht, so viel Hütte habe ich gar nicht, wie ihre Ziel will. Ja, es gibt dort Leute, die trainieren, weißt du, und dann können sie Dinge. Ja, passt. Na gut, dann fange ich mit meinen YouTube-Kanälen an. Also habe ich vom Trainer entdeckt, und zwar heißt The Unlazy Way. Das ist ein Finne, der damit angefangen hat, sich die verrücktesten Challenges zu machen, und hat teilweise noch für einen Ultraman trainiert, aus dem da nichts geworden ist. Und der hatte doch seinen ersten 100-Kilometer-Lauf gefinisht und da so ein Video drum gemacht. Der macht irgendwie ganz witzige Dinge, ist ein bisschen ein schräger Vogel. Freut mich jedes Mal, wenn da ein neues Video dazu rauskommt. Ich hätte noch einen Film. Ja. Passt wieder nicht dazu, aber macht nichts. Der Film von der Courtney Nowalter über den Tahoe 200. Passt. Der ist auch nicht unspannend, vor allem auch vom Rennverlauf her. Und sie läuft, das ist ja 200 Meiler, in unter 48 Stunden rund um diesen Lake Tahoe herum, und man merkt ein bisschen, wie sie drauf ist und wie sowas ungefähr abläuft. Also auch kurzweilig. Dann habe ich noch auch seit Neuestem entdeckt, weil da sind wir jetzt wieder bei dem bösen Sport, dessen Namen wir ungern aussprechen, Pushing Limits. Die zwei haben jetzt das Projekt, dass sie für die Challenge Rot als Profi-Triathleten trainieren und berichten so ein bisschen über das Profi-Triathleten, was dazugehört, was das heißt, mit den Motoren verhandeln. Da ging es nicht nur ums Training, sondern generell, wie es ist, ein Profi zu sein. Finde ich auch wahnsinnig spannend, und die machen viel zu, was ich bis jetzt nicht gesehen habe, so Rennberichte, und ich habe mich dann durch die alten Videos ein bisschen gestöbert. Die haben auch bei so einem Swimrun teilgenommen. Aber dieses, ich bin jetzt quasi Profi und was heißt das eigentlich und wie gehe ich das an und nehmen mit, finde ich wahnsinnig spannend. Hat mich auch irgendwie motiviert. Dann habe ich noch jetzt gar nicht die nächsten sind gar nicht mehr laufen, sondern eher so Radfahren und Triathlon. Vom Radfahren habe ich The Vegan Cyclist. Der bringt jedes Jahr im Dezember, macht er so dieses ein Monat, dieses Jahr ist, glaube ich, pretend to be a pro Daily Vlogs macht, wo er jeden Tag ein Video ausbringt. Das ist ein kalifornischer Radfahrer, und ich mag die Art von dem Typen einfach. Und was mich aber dieser Tage besonders inspiriert hat, war, der hat dieses Jahr 4 Filme auch rausgebracht. Also unterm Jahr macht er halt so viel Rennberichte über irgendwelche Radrennen, die ich jetzt so semi-spannend finde. Aber der hat so eine Serie, die heißt Impossible Routes, wo sie sich quasi gemeinsam mit einem anderen Typen, und immer einen laden sich einen noch dazu ein, so eine unmögliche Route quasi überlebt. Also einmal sind sie durchs Death Valley gefahren. Jetzt in der vierten Auflage sind sie in Colorado, da die Rockies. Irgendwie haben sie sich so eine 150-Meilen-Route überlegt, die sie quasi an einem Tag fahren wollten. Da ist halt wahnsinnig geile Bilder und alles. Also, aber das ist ziemlich cool gemacht, und kann ich nur sehr empfehlen. Und der Typ hat das auch. So wahnsinnig geilen Bildern, ich habe da von mir auch ein Album. Und lieber nicht. Bitte nicht. was ich dann auch noch habe, ist den YouTube-Kanal von Lionel Sanders, Profi-Triathlet, einer der besten Triathleten der Welt aktuell. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie ein Profi lebt, wie ein Profi trainiert, was ein Profi so macht. Und Kanadier ist er, ein sympathischer Typ, und das motiviert mich dann auch, mein Training irgendwie professioneller zu gestalten. Der erreicht aber relativ viel, oder? Wie meinst du? Ja, im Gegensatz zu mir schon, ja. Gut. Ich habe dann jetzt rausgefunden, endlich, was ich gemeint habe, warum ich es auch verwechselt habe. Das waren nämlich zwei Filme. Der eine war von der Nikki Six,
habe ich es gerade wieder. Suchst zuerst raus und redst dann. So eimst es uns viel und du kannst nicht denken und reden gleichzeitig, Peter. Ja, ich kann nichts dafür. Ich bin einfach schlecht bei solchen Dingen. Und zwar ist das eine, geht es um die Bob Graham Round. Ja. Die zweimal gemacht wurde. Das ist von der, ja, fix, wie heißt die jetzt da? Niki weiß der Geier. Bist du es rausgesucht, das komme ich einfach mit dem nächsten. Dann habe ich noch, weil wir von Profi-Triathleten geredet haben, gibt es auch einen Kanal vom Erik Langström, Dead Triathlon Live. Ich finde, das ist einfach so ein der bricht nicht, die bringen wöchentliche Video raus, wo es ein bisschen um ihr Profi-Triathlon geben. Das ist ein Feel-Good. Ich gehe da immer motiviert raus, wenn ich da eine Folge von denen gesehen habe. Und dann habe ich noch zwei Kanäle. Nick Bear, das ist ein amerikanischer, jetzt macht er gerade seinen zweiten 100 Meiler. Der kommt aber eigentlich, der denkt zu einer Nahrungsergänzungsfirma, ist eigentlich Bodybuilder und der hat so ein bisschen den Aspekt, wie er quasi sein Krafttraining mit seinem Lauftraining verbindet. Und Skatepunk 2425, der macht wahnsinnig viel Radfahren derzeit und ist nicht viel Radabenteuer, wo er im Rad von Hamburg nach Kopenhagen fahrt oder früher ist er ausschließlich mit dem Fixie gefahren. Mittlerweile hat er sich ein normales Fahrrad geholt und macht halt viele Radabenteuer, würde ich sagen. Hast du jetzt den Run Steep Get High schon gebracht? Den haben wir ja erwähnt schon vorhin beim Barclay, aber den schaue ich aktuell nicht mehr so viel, deswegen ist er jetzt nicht mehr auf der Liste, aber der. Aber Jamie Curry, Run Steep Get High, gut. Ja, der hat derzeit auch quasi regelmäßig quasi so Videolog-Bücher raus, Vlogs rausgebracht. Die habe ich wahnsinnig gern geschaut. Mittlerweile ist es Mountain Outpost oder wie das heißt, diese News-Sendung. Habe ich Zeit geschaut. Mountain Outpost hätte ich jetzt auch gehabt. Das ist quasi die Comedy-News von ihm. Finde ich auch sehr lustig. Ja, das hat mich mit der Zeit dann irgendwann nicht mehr so gefesselt. Und ja, da gibt es auch Serien Run Flat, Stay Low. Und so. Ja. Klarerweise, wenn das andere anders hast. Ja. Ein Witz ist nicht mehr gut, wenn du den erklären musst, Peter. Naja, das kommt drauf an. Also, der Witz ist deswegen lustig, weil das andere, das mit dem Run Steep Get High, ist ja, weil wenn du steil rauslaufst, dann geht es dir nicht nur besser, dass du persönlich high bist, sondern du bist auch weiter oben, was ja ganz cool ist. Und beim anderen, wo du geht's hast darum, du noch Filme auf deiner Liste hast, dass es da weiterhin schlecht geht. Das heißt, das ist ja ein bisschen ein Diss gegenüber Straßenläufern. Und wenn irgendjemand noch eine ausführliche Erklärung haben will, gerne. Das können wir noch auf 5 Minuten ausdehnen. Das ist überhaupt kein Problem. Bis wirklich kein Wort in diesem ganzen Ausführungskompendium dann noch irgendwie lustig ist. Hast du noch andere Filme? Natürlich. Und zwar geht es um die Bob Graham Round. Dieser Podcast bringt mich an meine Grenzen. Das ist sehr schön. Schlimmer als der UTMB. Ja, das ist alles nur Mental Training für den nächsten Antritt. Und zwar Double Bob Graham Run zum 44. Mal CFX. Ist das ein Swimrun? Das ist natürlich kein Swimrun, sondern da komme ich gleich dazu nachher. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich vertan habe. Sondern dieses Mal geht es um die Double Bob Graham Run, was die Bob Graham Run zweimal ist. Deswegen heißt es ja Double. Ja? Der Film heißt Run Forever. Die Nikki Spinks ist es gelaufen und hat dort einen FKT aufgestellt und den Rekord hält sie auch immer noch. Wunderbar. Guter Film, anschauen. Und der andere Film, das ist die Frog Graham Round. Das ist die Swim Run Partie. Und das Simon Gray hat nicht nur die schnellste Zeit dort aufgestellt, sondern er ist auch der erste Mensch, der das Ganze dann mitten im Winter gemacht hat. Weil, wenn du schon Swimrunner bist, liebe Grüße an den Morgenspaziergang-Podcast an dieser Stelle, das sind auch so Wahnsinnige, dann kannst du es auch gleich im Winter machen, weil Leben hast eh keins mehr, Träume auch nicht und weiß ich nicht,
Ja, das, als Swimrunner bist du halt innerlich tot, kann man sagen. Also genau. Du bist eigentlich nur noch eine Hülle deiner selbst. Und das ist eigentlich eh schon wurscht. Richtig, dann kannst du auch im Winter machen, weil dann ist wenigstens draußen gleich kalt wie in dir drinnen. dann gibt es auch noch The Running Pastor, auch ein sehr lustiger, eine lustige Film, also lustig im Sinne von, haha, ein Pastor, der läuft. Aber auch ein guter Lauffilm. Auch anschauen. Ansonsten habe ich nur mehr Lauffilme YouTube-Videos von Menschen, die gewisse Rennen gelaufen sind. Ich schaue mir das persönlich, muss ich sagen, ganz gern an. Nicht nur als Vorbereitung, wie sowas ist, sondern du siehst manchmal auch, wie es denen geht dabei, wie Otto-Normal-Wahnsinniger ein Ultra macht und wie es dem dabei geht, weil das ist Kilian bei einem Rennen super geht oder ein bisschen schlechter geht, okay, aber der läuft halt auch nur die halbe Zeit von unser Eins. Deswegen interessieren mich solche Videos dann auch immer wieder mal, weil du siehst, wie viel gehen die, wie geht's denen dabei, wie geht's denen in der zweiten Nacht und so weiter und so fort. Also das finde ich auch ganz spannend. Hast du noch YouTube Channels? Nein, ich bin, was Medien zum Anschauen betrifft, fertig. Ich hätte nur noch was für die Lauschlappen. Und zwar okay, Podcast. Das heißt, du bist anschaumäßig bist du leer wie ein Swimrunner. Richtig. Hervorragend. Ja dann, wie schaut's aus mit dem Kopfextremitäten links und rechts? Mörderüberleitung. Weil wir ihn quasi heute auch schon hatten, darf er gleich als erstes erwähnt werden, was Podcast-Thema derzeit auch wahnsinnig taugt, ist der Sitzfleisch-Podcast von Christoph Strasser. Gemeinsam mit Florian Kraschitzer. Ich höre die jeden Freitag, wenn die rauskommen, wahnsinnig gern und super Podcast. Geile Sache. Also motiviert mich immer. Ja, motiviert immer zum Laufen, wenn es da einen Radlfahrer-Podcast anruft. Verstehe. Ja, voll, wirklich. Nein, das motiviert mich, an meine Grenzen zu gehen. Weil das tun sie im Endeffekt auch. Hervorragend. Dann natürlich. Ich hätte den Trailrunning-Podcast vom Sascha. Ja. Den wir auch schon in einer Folge hier hatten. Ja. In Folge Weiß der Geier, du wirst es sicher verlinken. Bin da extrem motiviert. Ich finde deswegen ganz cool, weil er sehr trocken quasi das Ganze bringt, also wirklich sehr, sehr faktenbasiert und sehr gut begleitet auf seiner Webseite, also auch da gerne anhören. Ja. Natürlich muss auch erwähnt werden, vom liebsten Jordi der Schweiß und Pommes. Die sich ja aktuell auf den Volkstriathlon in, habe ich vergessen, wo vorbereiten? Dingsbumshausen in Kärnten. Irgendwo. Dorf Berner Braun. Ja, ist doch wurscht. Es ist Triathlon, genau. Irgendwo, wo Wasser ist. Triathlon, das froh sein, dass überhaupt erwähnt wird. Ich meine, mehr können wir Triathlon jetzt aber auch nicht zumuten. Wir erwähnen ihn eigentlich nur wegen der Madis. Richtig. Die anderen drei. Da gibt es mehr als die Males im Podcast. Das ist immer das dumpfe Füllgeräusch, da macht man wieder meistens Piep. Ja. Passt. Hast du noch einen? Ja, natürlich habe ich dann noch einen. Und zwar, wir haben noch Reich und Schön auf der Liste, also Laufen liebe Erdnussbutter. Ja, die habe ich auch auf der Liste. Die eine Regelmäßigkeit bei ihren Releases an den Tag legen, die meinen Trainingseinheiten früher zur Ehre gereicht werden, nämlich einfach irgendwann, aber immer wieder lustig anzuhören. Grüße gehen raus nach Deutschland. Dann auch, glaube ich, wahrscheinlich eines der größten deutschsprachigen Laufpodcasts, Fat Boys Run. Früher mit René, jetzt mit Michael Arendt. Kann man und soll man sich immer anhören. Das ist nicht dasselbe? Nein, der Arendt und der René sind unterschiedliche Menschen. Wieso?
Weiß ich nicht. Unterschiedliche Eltern. Gut. Ich dachte, man kann sich vielleicht nicht nur das Geschlecht anpassen lassen, sondern einfach nur vorher so sein und anders. Nein, in dem Fall nicht. Tut mir leid, muss ich dich leider enttäuschen. Sollten wir uns den Michael Arendt einmal vorschlagen? Was sollten wir vorschlagen? Dass er zu einem René wird. Kannst du ihm vorschlagen? Schreibe ihm eine E-Mail. Oh, ich schreibe ihm eine E-Mail. Er soll bitte zum René werden, dann mag ich ihn gleich lieber. Ja, also nur für dich wird er das definitiv machen. Du kannst ihm, passt. Du kannst dem Philipp auch gleich schreiben, der kann das dann auch noch absegnen. Ja, wobei der Philipp ja auch einen zweiten Podcast hat, der überhaupt kein Lauf-Podcast ist, aber den ich beim Laufen sehr gerne höre. Welchen? Der hat mehrere. Den Happy Day, ja, den Happy Day Podcast, meine ich jetzt da, nämlich zusammen mit dem Roman. Ja. Den finde ich beim Laufen sehr lustig, insofern, weil das nämlich einer der wenigen Podcasts ist, die ich beim Laufen hören kann, die mir dazu bringen, nicht schnell zu laufen. Weil es lacht währenddessen. Richtig, weil man sonst gar stehen bleiben muss, weil Loch. Ja, das also, wenn ihr ungefähr bei eurem Humor am Anfang der Pubertät stehen bleiben Satz, anhört. Also, für mich ist das schon hochgeistig. Wenn du aber sowas erwähnst, muss ich auch erwähnen, den Podcast ohne richtigen Namen. Drei Typen, die vorher bei NBC Giga gearbeitet haben, oder vor Jahren bei NBC Giga gearbeitet haben, und sie dort noch kennen, mit Etienne, den kennt man aus in der Spieleszene, kennt man den, der ist auch einer der Mitbegründer von, wie heißt denn dieser Streaming-Fernsehkanal? Ah, ich bin in dieser Welt nicht so drinnen. Egal, der ist wahnsinnig lustig, da muss ich auch teilweise stehen bleiben und lachen. Mhm. Ich hätte noch als Lauf-Podcast, hätte ich noch den Morgenspaziergang-Podcast. Ja, der ist aber nicht so gut. Ehrenmenschen. Ja. Ja, den erwähnen wir jetzt nur, weil, ich meine, das ist der Swimrunner. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den eigentlich jetzt auslassen. Stimmt eigentlich. Ja. Ich schneide das dann nochmal raus. Ja, aber sie hassen halt Morgenspaziergang. Ja, da kennt man drauf. Ich glaube, wir erwähnen sie jetzt einfach nur deshalb, weil wir so ein bisschen missionarisch unterwegs sind und hoffen, dass sie dadurch dieses Wasserzeug weglassen Zukunft. Okay, das ist einfach kein gut. Das ist so wie Teufelsaustreibung. Ja, dann schneide ich das ein bisschen zusammen, damit es jetzt nicht ganz so unhöflich ging. Aber einiges auf mögen tun wir es nicht, aber erwähnen tun wir es trotzdem. Ja, da bin ich dabei. Was ich dann noch habe als einzig Englischsprachen, wäre eben auch, weil wir Finding Ultra schreiten, der Rich Roll Podcast, geht auch viel über Essen und viele Themen, die jetzt per se nichts mit dem Sport zu tun haben, aber er hat auch immer wieder Sport leer und ich finde generell auch, wenn vom quasi von der Kunst des Interviews führen und quasi ich finde, er kann das wie kein anderer quasi, dass er dich, egal in welchem Gast das ist und der auch am Anfang irgendwie, wie soll ich sagen, uninteressant klingt, dass er dich immer irgendwie reinbringt in das Ganze und von der Technik des Interviews führen, beneidenswert, wie gut er das kann und ich würde das auch gern so gut können, kann es aber weitem nicht, aber es ist einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe und höre ich noch immer wahnsinnig gern. Der Rich Roll Podcast. Ich finde es gut, vor allem, was du gesagt hast, dass du schlecht bist. Danke. Gerne. Ich hätte noch auch englischsprachig Humans of Ultra Running von der Candice Bird. Ah, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, der Podcast. Also ob sie nur Pause macht von anderthalb Jahren. Aber das machen auch andere. Also ich glaube sogar, der Sascha zum Beispiel hat ja mal eine Pause gemacht von Monaten. Ja, aber dann hat er quasi gerebrandet und neu angefangen, oder? Ja. Keine Ahnung. Sie ist inzwischen auch umzogen. Also, frag mich nicht, warum. Ja, wurscht. Ich weiß es halt einfach. Auf alle Fälle. Das sind Folgen, also immer Interviewfolgen. Und die sind ziemlich cool. Also nachdem sie als Veranstalterin relativ viele Menschen in der Szene kennt, hat sie da halt auch relativ ausführliche Interviews mit vielen aktiven Ultraathletinnen. Und das finde ich cool.
Als letzter Punkt auf meiner Liste habe ich dann noch den Pushing Limits Podcast, quasi das Komplementärprodukt zum YouTube-Kanal, den ich schon erwähnt habe, weil sie dieses Ich bin Profi, bringen sie Videos raus und eben auch Podcasts dazu. Und deswegen habe ich den dann auch in meine Podcast-Liste aufgenommen. Und ja. Ich habe auch noch den Orange Matt Podcast von Joss, der immer Orange Matt gegründet hat. Das ist aber eher ein Podcast für Gravel-Biker. Also er ist auch Läufer, aber das ist eher so in die Richtung. Dann für Menschen, die sich sehr ausführlich beschäftigen wollen, haben wir noch Science of Ultra. Das ist ein sehr, wie soll ich sagen, faktenbasierter oder sehr in die Tiefe gehender Podcast. Dann habe ich noch bei mir stehen, den Was läuft Podcast, in den höre ich manchmal ganz gern rein. Sind auch zwei deutsche Brüder, der eine, also mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und so weiter und so fort, aber sonst da eigentlich ganz cool und auch sehr regelmäßig, sind jetzt auch, glaube ich, bei Folge 77. Und sie haben was geschafft, das müsst ihr mir irgendwann verraten, die haben eine relativ aktive Strava-Community. Ich glaube, das sind die einzigen Menschen, die ich kenne, die einen Strava-Club haben, wo Sachen passieren. Keine Ahnung, wie die das machen. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben Strava nicht verstanden. Unser Strava-Club hat jetzt ein Häkchen. Oh ja, ein oranges Häkchen, bitte. Wir wissen zwar noch nicht, was uns das bringt, aber es hat ein Häkchen. Wir haben ein oranges Häkchen auf Strava, das ist quasi der Twitter-Haken für coole Kids. Richtig. Single-Track hast du schon erwähnt? Nein. Ich habe nein. Single-Track hätte ich dann noch. Ich hab früher ein paar mehr Lauf-Podcasts gehabt, habt ihr aber alle irgendwie wieder abgemeldet. Den höre ich auch nur sehr unregelmäßig und den Bewegt-Podcast, den höre ich auch immer wieder mal themenspezifisch, weil es ist oft sind Dinge über Essen zum Beispiel auch drinnen. Und Essen tust du nicht gern? Doch, ich isse gern, aber ich beschäftige mich ungern damit. Ja. Ich muss sagen, das habe ich mittlerweile auch so ein bisschen aufgehört, diese ganzen Essen erklären und wo kriege ich mein Protein? Da schalte ich jetzt auch meist drüber. Das habe ich jetzt die letzten Jahre schon so oft so irgendwie gehört, dass das hat sich bei mir ein bisschen aus. Deswegen hat sich auch die Lauf-Podcast so ein bisschen, also die, wo es jetzt um irgendwelche ein bisschen aufgehört bei mir, weil es ist dann alles irgendwie nur selber. Und die ich jetzt höre, höre ich dann gern wegen den Leuten, die das machen und jetzt per se weniger wegen dem Laufen selbst. Die Geschichten, die sind dann auch einmal alle irgendwie dasselbe. Also keiner nimmt Trailrunner Nation oder wie sie alle heißen, Talk Ultra. Ja, das wird dann auch irgendwann, ja, nach Jahren wird man. Ich glaube ja auch nicht, dass man uns hört wegen den unglaublichen sportlichen Erfolgen, die wir haben. Weil wir einfach die geilsten sind. Und auf TikTok. Uns hört man erstens, wenn wir auf TikTok sind, zweitens, wenn wir die geilsten sind und drittens, weil wir beide einfach ein extrem cooles Radiogesicht haben. Das ist richtig. Also da muss man schon sagen, ihr wollt uns einfach nicht sehen. Furcht uns einfach zu, das reicht. Obwohl wir auch auf YouTube sind. Natürlich. Und auf Instagram. Richtig. Und da gibt es eigentlich immer nur Dinge zum Anschauen und weniger zum Anhören. Dort hört man aber immer wieder mal Dinge aus unserer Spotify-Playlist. Also Ultra Run, Ultra Fun, die Spotify-Playlist. Ja. Du kommst an 100 Kilometer Lauf damit durch, ohne eine andere Playlist suchen zu müssen. Schaut, ob ich noch irgendwo einen habe. Ach so, früher habe ich oft gehört den Achilles Running Podcast. Habe ich auch nie gehört. Seitdem der Achilles, wie er sich nannte, nicht mehr dabei ist, ist es für mich ein bisschen so die Runner's World Geschichte. Also es ist für mich ein bisschen nicht schlecht, aber ein bisschen beliebig. Und Krawallkränzchen möchte ich noch erwähnen. Der zweite von Daniel von Laufen über Erdnussbutter mit seiner Freundin zusammen. Geht's überhaupt nicht ums Laufen. Ist aber auch immer wieder nett, sich anzuhören dazwischen. Du laufst über das Wort nett. Ein bisschen. Ist nicht nett, meine, nett der nett, kleine Bruder von Scheiße? Bruder von Scheiße, ja nein. Ich meinte jetzt nett im Sinne von, er ist wirklich ganz nett zum anderen. Und nicht, er ist scheiße. Ich habe nichts gesagt.
Ja, ich weiß, du hast nichts gesagt, aber ich, im Gegensatz zu allen anderen, habe ich dich ja gesehen. Das ist für alle anderen gut, für dich schlecht. Das ist wohl wahr. Deswegen trage ich auch meine Sunglasses at night. Ja. Wir hatten eigentlich diese Folge als Kurzfolge geplant und schon sind wir bei einer Stunde 15. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben genug Stoff gebracht, damit ihr jetzt Tage und Wochen vor lesen könnt, Filme anschauen könnt und euch audiomäßig beschallen lassen könnt. Eine Sache habe ich noch. Ja. Jeder, der den Laufend Entdecken-Podcast noch nicht abonniert hat, macht's das. Aber ratzifatzi. Aber zack, zack. Ziemlich ja, aber zügig. Ziemlich zügig. Zack, zack. Richtig. Sonst gibt's einen am Zuz. Wir sind, und das muss man natürlich sagen, der beste Podcast. Dass wir uns selbst nicht erwähnt haben, ist eigentlich nicht unsere Art. Das ist unverzeihlich. Das ist unverzeihlich. Ja, eigentlich schon. Das werden wir uns niemals vergeben können. Deswegen werden wir es einfach jetzt jede Folge sagen müssen. Richtig. Das Problem ist, glaube ich, wir haben noch kein Buch geschrieben. Sonst hätten wir uns in jeder Kategorie irgendwie selbst erwähnen können. Ja, aber wir sind auch in einem Hörbuch sehr ansehnlich. Ja, wir haben auch ein Hörbuchgesicht. Ja, richtig. Sehr gut. Na gut. Ja. Es hat mich sehr gefreut, Peter. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr konntet etwas mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Servus. Tschüss.